Der Dokumentarfilm hat sich in den letzten Jahren ja wieder einen Stammplatz im Kino erarbeitet. Einer, der wirklich auch damit zu beigetragen hat, dass es wieder lustige und amüsante Dokumentarfilme gibt, die Spaß machen beim Gucken, ist Michael Moore. Seit Mitte der 90er haut er mindestens alle anderthalb Jahre wieder einen guten Dokumentarfilm auf den Markt. Mal beschäftigt er sich Amokläufern oder mit dem ganz bekannten Fahrenheit 9/11 nimmt er die George Bush-Administration auseinander. Dass nun Donald Trump fällig war, liegt irgendwie natürlich auf der Hand. Es wäre aber auch für Michael Moore zu einfach, wenn er 90 Minuten einfach Trump-Bashing betreiben würde. Wo doch eigentlich die Frage viel spannender ist, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass so jemand wie Donald Trump Präsident geworden ist und was kann man vor allem dagegen tun? Hier kommt unsere Besprechung zu Fahrenheit 9/11. 11/9. Michael Moore hat es wieder getan. In seiner polemisch amüsanten Art hat er sich diesmal der Frage angenommen, wie es in Amerika dazu kommen konnte, dass ein Populist wie Trump an die Macht kam. Und wie weit es noch gehen kann. How the fuck did this happen? The American dream is dead. Wie in anderen Filmen von Moore gibt es auch in Fahrenheit 11/9 ein überaus kreatives Schnittfeuerwerk und Menschen, die im Nachrichtenfernsehen sonst zu kurz kommen. Had it worse than the kids I saw in Iraq and Afghanistan. We don't have healthcare for everybody. We don't have that. We have homelessness that's everywhere. We have an opioid epidemic that has absolutely destroyed our communities, has killed more people last year than all the lives lost in the Vietnam War. And we're not willing to go to war against Big Pharma. Oder er montiert die vielen Redner wie Trump oder den Gouverneur seines Heimatstaates Michigan so, dass sie sich selbst entlarven. Nach über 2 Stunden sprechenden Köpfen raucht einem dann schon mal der Kopf. Und sicher, natürlich, die Lektüre eines klugen analytischen Zeitungsartikels wäre ebenso erhellend wie Moores Film, aber sicher nicht so unterhaltsam, entlarvend oder manchmal auch rührend. We appreciate that you are willing to let us rebuild the world that you fucked up. Try to impeach him. You will have a spasm of violence like you've never seen. So we're all part of this very historic movement, a movement the world has never seen before.